Ja, hallo liebe Leute, neues Video hier mal wieder mit Blender. In einem Facebook-Post habe ich gesehen, da wollte jemand ein Objekt kaufen bei Kults 3D. Und zwar einen Kopf, der so, ja ich sag mal, in so einer Gitterstruktur gedruckt werden kann, kostete auch richtig Geld und vor allen Dingen kam dann noch raus, da hatte jemand dann geschrieben, dass das, was man da gedruckt sieht, nicht dem entspricht, was dann wirklich geliefert wird. Das heißt, derjenige hat das Objekt gezeigt, nachdem er konstruiert hat und hat aber das dann nicht so hingekriegt, dass es eben dasselbe war, aber trotzdem Geld dafür verlangt. Und man kann sowas ganz einfach selber machen. Ich habe hier zwei Programme auf. Einmal Make Human, das ist ein kostenfreies Programm, mit dem man Menschen generieren kann. Und dann haben wir hier Blender. So, das habe ich hier, da habe ich mich auf den Kopf konzentriert, weil um den geht es ja. Und in Make Human, das ist ja die Standardeinstellung, da kann man jetzt hier über diese Slider erstmal die Grundkonfiguration für den Kopf einstellen oder für die hauptsächlichen Sachen. Wir beziehen uns hier aber jetzt nur auf den Kopf. Und zwar haben wir hier einmal Gender, also das Geschlecht. Und dann kann man das hier mehr weiblich oder mehr männlich machen. Machen wir mal hier so die Hälfte, da ein bisschen mehr ins Weibliche. So, dann kann man beim Alter schauen. Ich lasse das mal so auf der Mitte stehen. So, dann muskelmäßig, da tut sich im Gesicht nicht viel. So gewichtsmäßig tut sich im Gewicht hier auch nicht viel. Das kann man hin und her schieben. Höhe, das ändert eher was eben am Körper. Proportionen, das ändert da auch wenig. Aber was wichtig ist, das sind hier die Einstellungen bei der Zugehörigkeit zu welcher Volksgruppe in Anführungszeichen. Da hat das Programm hier drei Einstellungen, also afrikanisch, asiatisch und Kaukasien. Kaukasien also eher das europäische Aussehen. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte einen Europäer machen, dann sieht man das rüber, dann wären die anderen alle null. So würde also jetzt laut dem Programm der normale oder die, wir haben ja hier ein bisschen weiblich gewählt, die normale weibliche Kaukasianerin aussehen. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Und dann kann man aber hier auch das zurückdrehen und dann werden die anderen entsprechend angehoben und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, afrikanisch will ich gar nicht haben, und aber ein bisschen asiatisch, so zum Beispiel. Und jetzt kann man hier so ein bisschen damit rumspielen und dann kann man hier noch ein bisschen afrikanisch reinmachen oder ganz viel afrikanisch. Da sieht man auch direkt, wo das hinläuft und dann muss man sich den hübschesten Menschen halt aussuchen. Sowas zum Beispiel oder ein bisschen mehr asiatisch. Okay. Sei es drum. Es geht ja darum, hinterher den Kopf in so einem Gittermuster darzustellen. Da spielt das auch nicht so die große Rolle. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Body Shapes einzustellen. Und da haben wir das Wichtigste, das können wir alles leer lassen. Body Shapes beim Gender, das können wir auch weglassen. Wir haben hier das Face, da kann man jetzt Feintuning machen. Man kann einmal nochmal hier das Alter ein bisschen anpassen, dann ist da ein bisschen mehr Volumen im Gesicht. Wie sind die Winkel? Man kann das hier jetzt so und dann kann man hier den Engel, man sieht hier in der Grafik, worum es geht und dann sieht man auch, wie das Gesicht so zum Kopf steht. Das kann man so lassen. Dann schauen wir uns das mal wieder von vorne an. Ist das eher ein ovales Gesicht oder ein rundes Gesicht? Man kann auch natürlich die Sachen mischen. Ein rechteckiges Gesicht. Ein quadratisches Gesicht. Ein dreieckiges Gesicht. Also damit kann man hin und her basteln, wie man möchte. Ein umgekehrtes dreieckiges Gesicht. Also ich sage einfach mal, wir lassen es so, wie es hier ist. Und
Man sieht hier, man kann hier, das war jetzt Head Shape, und dann haben wir die Größe des Kopfes, den Vorderschädel, da kann man jetzt hier noch hinten den hinteren Schädel anpassen oder an den Seiten hier so ein bisschen was rausstehen lassen und dann die Augenbrauen. Wie ist die Position der Augenbrauen und wie groß sind die? Das heißt, da kann man jetzt sehen, da kommen die Augenbrauen und dann die, in welchem Winkel, sagen wir mal eher so, und dann kann man die noch ein bisschen bewegen. So, dann haben wir Nacken, also Einstellungsmöglichkeiten ohne Ende, bis man den Kopf hat, wo man sagt, ja, davon möchte ich jetzt so einen 3D-Kopf machen. So, dann geht man her auf die Dateien, auf Files, und dann haben wir hier die Möglichkeit zu exportieren. Ich empfehle das Format Collada, die Endung ist DAE. Und dann geben wir dem jetzt einfach einen Namen. Wir schauen mal, in welches Verzeichnis das kommt. Das ist das Verzeichnis, in dem ich das vorhin auch schon einen Test gemacht habe. Ich mache jetzt den zweiten rein. Den nennen wir jetzt mal Tutorial. Und wir exportieren das einfach. So, ich lasse das Programm mal noch offen. Wir gehen in Blender. Im Blender wird jetzt File Import ausgewählt. Dann Collada. Das ist direkt das erste, der erste Eintrag. Und da haben wir jetzt hier das Verzeichnis Make Human und das Verzeichnis von heute, der 26.05. Und dann haben wir hier Tutorial DAE und so, da haben wir den Kopf und dann haben wir hier Augen. Und die Augen, da kann ich jetzt einfach hergehen und kann Sachen herauslöschen. Das heißt, wir haben hier einmal die Augen und die kann ich einfach unsichtbar machen. Dann sind das Löcher. Und dann haben wir hier den Basiskörper. Und da können wir jetzt einfach in den Edit-Mode gehen, wenn wir den selektieren. Und dann sieht das so aus. Jetzt fällt auf, da ist ja noch der ganze Körper dran, den möchte ich gern weg haben. Wie mache ich das? Ich selektiere hier über die, sagen wir mal, da wollen wir den abtrennen. Also da soll er abgetrennt werden, also selektiere ich das hier. Dann gehen wir auf Select und Loops, Edge Loops. Select, Loops, Edge Loops. Und dann gehe ich einfach hier, sage Entfernen, Vertices und dann habe ich den Körper abgetrennt. Dann selektieren wir hier eins, sagen STRG L und Entfernen und Vertices. Und schon habe ich nur noch den Kopf und habe den Körper nicht mehr ran. Das macht es mir natürlich auch einfacher mit dem Video, damit hier keiner sagt, ich würde irgendwas produzieren, was halt Nacktheit produziert. So, dann so sieht das aus. Jetzt sollte ja unten aufstehen. Das heißt, ich selektiere jetzt hier. Leider geht hier das nicht so ohne weiteres. Select Loops, Edge Loops. Doch, das macht er sogar hier. Fein. Dann können wir uns das jetzt hier so anschauen. Aus der Vorderansicht, der Seitenansicht. Und erstmal soll das ja platt sein. Das heißt, ich skaliere das jetzt hier in Z, und zwar mit 0. Und das mache ich aber mit eingestelltem Proportional-Edit-Mode. Dann gucken wir mal, wie das Ganze ist. Der ist natürlich viel zu grob. Das heißt, da müssen wir jetzt hier so... Ja, schauen wir uns das mal an. So, SZ. Und 0, dann GZ und dann können wir hier das ein bisschen so machen und dann können wir das jetzt noch ein bisschen in die Breite machen, damit das schön aufstehen kann. S Shift Z
zum Beispiel. So, da haben wir jetzt so eine Büste und da möchten wir jetzt weiter mitarbeiten. Jetzt ist es bei dieser Büste so, bei dem aus exportierten, das einmal, das sieht man, wenn man jetzt hier das umschaltet, auf, dass man da durchsehen kann, dass hier so ein Mundraum drin ist und so Augenkugeln. Die will ich aber weg haben. Wie machen wir das? Das machen wir folgendermaßen. Erstmal gehe ich in den Edit Mode, da sind wir drin, und ich schaue mir den mal von der Seite an und dann möchte ich das hier umstellen auf die Punkte und dann selektieren wir jetzt hier hinten den Kopf und drücken da H und dann habe ich den so hinten aufgeschnitten und sehe hier rein. Können wir jetzt hier das wieder auf diese Ansicht stellen und können uns überlegen, wo wir denn hier den Mund, das können wir auch vorne gucken, vielleicht ist das sogar einfacher, wie wir den Mund hier so wegschneiden. Also da möchte ich den nicht abschneiden, da muss man schon, denke ich, innen gucken. Wir können aber hier jetzt schon mal was aufteilen, gucken, ob das klappt. So, da habe ich schon mal was rausgelöscht, was stört. So, dann können wir jetzt hier reingucken und dann nehme ich das hier mal als Maßgabe. Das heißt, das selektiere ich. Das kann man mit STRG ALT auch, kann man diese Edge Loops selektieren. Und dann drücke ich jetzt einfach Entfernen. Dann selektiere ich den, drücke STRG L und Entfernen Vertices. Und jetzt habe ich den Mund so aufgeschnitten und da ist ein dünnes Loch drin, das ist aber in Ordnung. So, dann, das müssen wir bei den Augen auch machen. Und da geht man jetzt hier rein und schaut sich die Augen an. Und da können wir jetzt genauso hier die Augen erstmal so ein bisschen nacharbeiten. Das machen wir da auch. Den möchte ich haben. Dann selektiere ich hier jeweils einen Punkt, STRG L und schmeiße das raus. So, jetzt können wir uns hier überlegen, wo sollen denn die Augen aufhören. Ich sage einmal da und einmal da. Das muss ich dann mit Shift machen. Dann können wir hier sagen Entfernen, Vertices und dann können wir wieder diesen bleibenden Teil hier selektieren und auch entfernen. Gucken wir uns die Augen mal an. Ja, lassen wir das mal so stehen. Das kann man hinterher vielleicht noch mehr mitmachen. So, dann können wir Alt-H drücken. Dann ist erstmal wieder alles da. Und aber die Löcher bleiben natürlich. Also der Mund und die Augen. So, dann geht's weiter. Ich gehe hier aus dem Edit Mode raus und mache erstmal hiervon eine Kopie. Und dann habe ich hier jetzt eine Datei .001. Die erste, die können wir erstmal unsichtbar machen. Und dann können wir auch Kamera, Empty und Licht rausschmeißen, weil wir wollen nicht rendern, sondern nur etwas erzeugen. So, dieser, wenn man sich jetzt das so anschaut, so ist das ein bisschen grob. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Subdivision davon. Das heißt, es geht folgendermaßen, ich gehe in dem Edit Mode her und füge hierzu einen Modifier, und zwar der geht über Generate und dann Subdivision Surface. Und den können wir jetzt einfach aktivieren, indem wir hier sagen, okay,
Macht er das nicht? Es geht hier so, dann können wir hier Apply sagen und dann haben wir hier wesentlich mehr Punkte zum Editieren. Und da fangen wir jetzt an, uns zu überlegen, wie wir das Ganze in einen schönen druckbaren Kopf aus, ich sag mal, wie ein Drahtmodell zu generieren. Das machen wir alles jetzt, was jetzt folgt, über die sogenannten Modifier. Und zwar, ich füge einen Modifier hinzu, und zwar der erste, den ich hinzufüge, der nennt sich Unsubdivide. Da muss ich gucken, wie ich den finde. Ich meine, der wäre hier gewesen. Das Decimate. Genau. Unsubdivide. Und dann können wir hier sagen, wie stark. Und dann sieht man hier, dann wird das deutlich wieder zurückgeschraubt, was ich gerade dort hochgeschraubt habe. Da machen wir erstmal 2 und dann können wir jetzt einen weiteren Modifier hinzufügen, und zwar auch Generate, und der heißt Wireframe. Und dann sieht man hier, so sieht das jetzt aus. Jetzt sind das hier aber so Vierecke, ich hätte aber lieber Dreiecke. Also machen wir hier noch einen weiteren Modifier hinzu, und zwar auch unter Generate, und der heißt Triangulate. Und den muss ich jetzt nur nach oben schieben. Das heißt, muss ich gucken, wie das geht. Move to first. Aber den Decimate will ich nach oben schieben. Move to first. So. Und dann sind das Dreiecke. Okay, jetzt sieht man schon, so wird das Ganze aussehen. Das war es aber noch nicht. Ich kann hier beim Wireframe sagen, wie dick soll das überhaupt werden. Also machen wir hier mal 0.01. Gucken. Dann wird das dünner. Und dann habe ich auch natürlich noch die Möglichkeit, hier bei dem Unsubdivide oder bei dem Decimate mit Unsubdivide die Iterationen nach oben zu schrauben, und dann wird das grober, bleibt aber ein Dreieckskörper. Und so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Dann kommt jetzt noch der letzte Schrei hinzu, und zwar ein Modifier, der nennt sich wieder Subdivision Surface. Den nehmen wir jetzt nochmal. Und zwar Generate Subdivision Surface. Und da hat man doch wirklich was, was man auch dem Nachbarn zeigen kann. So ein Kopf mit so Löchern, und der ist so, wie er hier ist, 3D druckbar. Man muss ein bisschen hier beim Kinn, wird man auf alle Fälle Support nutzen müssen. Und das Ganze ist voll parametrisch. Das heißt, ich kann jetzt immer noch hier erstmal weitere Unterteilung einfügen, nur das geht in der Rechenzeit auch deutlich nach oben. Wir können hier bei dem Unsubdivide zum Beispiel sagen, ich will gar nicht so viele haben, sondern ich will das nochmal einen Schritt mehr grober machen lassen. So, dann können wir hier beim Wireframe die Thickness auf 0.002 zum Beispiel mal machen. Mal gucken, ob das was ändert. Jo, das ändert was. Guck
gucken, was der Offset macht. Ändert hier nicht viel. So, jetzt sind das schöne runde Löcher und das können wir so jetzt einmal exportieren, und zwar hier, das machen wir über eine andere Funktion, und zwar wir selektieren das und dann gibt es hier einen 3D-Druck Add-on für Blender, das empfehle ich. Da gibt es hier den Export und da kann ich jetzt einfach hier sagen, ich möchte das exportieren. Das braucht auch seine Zeit. Jetzt können wir mal Cura aufmachen. Mal schauen, was wir damit hinbekommen. So, da öffnen wir das. Okay, das war ja im Verzeichnis Make Human. Wenn ich mich da richtig, wenn ich das richtig sehe. Und da haben wir dieses Verzeichnis. Und naja, da hat er es aber nicht hingemacht. Hat das ins Blender-Verzeichnis gemacht. Moment, da müssen wir gerade Blender auswählen. Ich denke mal hier hin. Gehen wir nochmal hier rüber. Schauen uns das Ganze mal an. Save S. Und da sind wir auf Farbe 2. Geben wir dem einen Namen. Machen wir das mal im Verzeichnis direkt hier. Kopf. Und dann nochmal den Export hier. Gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. So, da ist die Datei. Der hat das Objekt automatisch skaliert und dann sagt er hier, dass es nicht wasserdicht ist. Das können wir aber, denke ich mal, ignorieren. So, das wäre jetzt der Kopf, den wir hier haben. Dann empfehle ich hier bei den Einstellungen Print Thin Walls zu aktivieren und dann können wir es mal versuchen, einfach slicen. Da hinten, da wird das nicht so richtig. Hier unten, da klappt das nicht. Da müssen wir wahrscheinlich in Blender noch ein bisschen mit rumspielen, dass das vernünftiger wird. Aber ihr seht, man kann solche Köpfe in Blender halt selber konstruieren. Und ich würde jetzt hier ganz einfach hergehen, zum Beispiel diese Subdivision hier rausnehmen. So, dann die Dicke hier beim Wireframe wieder deutlich höher machen.
auf 0.01 zum Beispiel. So, das ist vielleicht ein bisschen dünn. Machen wir mal den, machen wir auf 0. Den hier auf 0.08. Den hier 0.08. Das ist zu dick. 0.02. Dann hat da vorne so einen Pin auf der Nase. Das wird aber nicht sonderlich stören. Und dann können wir das mal exportieren. Also File Export. Selektieren das Teil. Als STL oder wir nutzen wieder die Funktion hier. Ich empfehle die Funktion zu nutzen, selektieren, Export und dann gehen wir hierher, löschen das raus und laden das nochmal neu. Open Files und dann haben wir hier jetzt den zweiten Kopf. Und den können wir jetzt einfach einmal slicen. Okay, 18 Stunden, das ist schon was. Und dann kann man hier sehen, da klappt das aber jetzt auch mit dem Slicen so wie es soll und ich empfehle dann hier beim Kinn und bei der Nase mit Support zu arbeiten. Das heißt, man nutzt am besten in Cura die Funktionen für den Custom Support, weil wenn ich jetzt hergehe und ich mache hier zum Beispiel den Support einmal an. Machen wir das mal gerade exemplarisch Support, den machen wir an. Und nur auf dem Bild, nur auf dem Boden, also nicht die Dinger untereinander. Lassen wir es nochmal slicen. Und schauen wir an, was dabei rumkommt. Erstmal ein Tag, 23 Stunden. Er muss noch die Layer hier bearbeiten. Dann sieht man hier, das Ganze wird mit Support völlig zerstört und meiner Meinung nach undruckbar. Also die automatische Funktion kann man ganz getrost vergessen. Das heißt, man geht am besten in Cura her. Da gehen wir in den Prepare-Modus. Wir selektieren das Objekt und dann können wir hier Custom Support hinzufügen. Kann ruhig rechteckig sein und dann muss man hier halt schauen, wo man das platziert. So zum Beispiel. Und dann kann man hier ein paar mehr noch hinzufügen. Hier auch noch ein paar
da ein, da zum Beispiel ein. So, dann haben wir schon mal den Kinn ein bisschen abgefangen. Dann können wir hier die Nasenspitze, dass hier dieses Pin da raussteht. Ich denke mal, das ist nicht weiter schlimm. So, machen wir hier die Nase. So, zum Beispiel. Da auch noch einen hin. Und der Rest, das sollte eigentlich so funktionieren. Wir können hier oben für den Kopf, da können wir vielleicht auch Support reinmachen. Aber ob der bis da oben hin wirklich durchgedruckt werden kann, das weiß keiner. Also können wir mal hier 4 so Supports reinmachen und können wir die jetzt hier auch noch ein bisschen. Da auch noch ein, dann machen wir das da auch noch. Da. So, man kann hier Support auch entfernen, indem man den einfach selektiert und dann drückt man entfernen und dann nehme ich die beiden hier einfach raus, weil die hängen ja unten im Modell drin. Und dann haben wir, ich gehe mal nochmal auf den Custom Support. Akzeptieren das Modell, Custom Support, und dann machen wir da noch einen hin. Da einen, okay. Ich denke mal, das reicht. Ob der sowieso überhaupt so druckbar ist, der Custom Support, das weiß niemand. Das muss man halt abwarten. Aber jetzt lassen wir das Ganze mal slicen und schauen nach, wie lange der denn braucht für den Druck. Ist jetzt nicht optimiert, dieses Profil hier für diesen Druck. Kann man bestimmt noch einiges optimieren. Füllung zum Beispiel. Okay, 20 Stunden ist schon eine Ansage. Aber wie gesagt, der Kopf ist... Gucken wir mal gerade drauf, wie groß der ist. Gehen wir mal auf die Scale. Also der ist 240, also 24 cm hoch, der Kopf. Ist schon was. Das muss auch der Drucker überhaupt erstmal schaffen. Okay. Aber ihr seht, ihr könnt solche Köpfe selber produzieren, ihr braucht die nicht bei Kulz oder wie auch immer zu kaufen und könnt bares Geld sparen. Das könnt ihr gerne mir schenken. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!